Herzlich willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei, dem Podcast rund um alle Themen Kinder, Kita, Krippe und Hort. Wir plaudern mit interessanten Gästen von A wie Arbeitssicherheit bis Z wie Zecken entfernen. In dieser Folge hat sich Rechtsanwältin Nele Trenner mit einer Fachkraft für Arbeitssicherheit getroffen. Hallo, willkommen zur Kita-Rechtler-Plauderei. Ich bin heute bei der Diplom-Ingenieurin und Fachkraft für Arbeitssicherheit, Frau Heidrun Schudack in Berlin. Und ich freue mich sehr, dass ich hier sein darf und wir plaudern heute. Ja. Wollen Sie ein bisschen kurz über sich erzählen? Ja, ich kann ja mal kurz erzählen, wo ich so herkomme. Also ich habe nach meiner Schulzeit habe ich eine Ausbildung als Krankenschwester gemacht. Habe sehr lange in diesem Beruf gearbeitet, insgesamt 17 Jahre, und habe dann überlegt, das kann es nicht gewesen sein, ich möchte noch was anderes machen, und habe Umwelttechnik studiert, war dann angestellt in einer Firma, in einer Industriefirma, wo ich den Umweltschutz betreut habe und auch immer mehr Aufgaben im Arbeitsschutz bekam, und dadurch bin ich an den Arbeitsschutz gekommen und habe mich dann durch eigene Kinder im Kinderladen auf Arbeitsschutz in Kindergärten spezialisiert und bin seit 2007 damit selbstständig, erst nebenberuflich und jetzt ganz, und betreue in Berlin über 700 Kindergärten. Wahnsinn. Okay. Das ist mal ein Werdegang, genau. Das heißt, eigentlich haben Sie schon alles gesehen. In Kitas. Ziemlich viel, möchte ich sagen. Und ich habe mich halt sehr spezialisiert auf diese Branche. Und die haben ja nicht nur das Thema Arbeitsschutz, sondern die haben auch das Thema Kindersicherheit, Brandschutz und Hygiene, wo ja auch regelmäßig die Ämter aufschlagen. Und da ist jetzt so ein Gesamtpaket draus geworden. Also dass es nicht nur Arbeitsschutz ist. Häufig ist Arbeitsschutz der Einstieg, weil der gesetzlich vorgeschrieben ist. Und die Berufsgenossenschaft, die sind in der Regel bei der BGW versichert, fordert die auch ein. Das heißt, die schreibt die Betriebe auch an und fragt, wer sie zum Arbeitsschutz betreut. Und so kommen eben auch ganz viele zu mir. Das ist so mein. Das heißt, beim Arbeitsschutz geht es um sowas wie, Lärm wahrscheinlich in Kitas hauptsächlich oder viel? Ja, viel, also es gibt viele, es gibt eine ganze Reihe von Gefährdungen. Also zum einen muss ich als Unternehmer den Arbeitsschutz organisieren, also ich muss eine Organisation aufbauen, die das abfängt. Dann muss ich Notfälle, Erste-Hilfemaßnahmen planen und da unterwegs sein. Ich muss den Brandschutz organisieren, üben, planen, die ganze Technik organisieren und eben auch die Abläufe. Dann muss ich Elektrogeräte prüfen lassen zum Beispiel oder andere Anlagen, Fahrstühle und was man so haben kann. Und dann geht es eben so an diese speziellen Gefährdungen der Erzieherin. Das sind in erster Linie Infektionsgefahr, weil die haben eine deutlich höhere Infektionsgefahr als der Rest der Bevölkerung. Und dann Beschwerden des Skelettsystems natürlich, ne? Dieses Arbeiten an den kleinen Tischen mit den viel Heben, viel Tragen. Eltern kriegen das ja nur ab und zu mal mit, so einmal im halben Jahr beim Elternabend, wenn die da auf den kleinen Stühlchen sitzen, Erzieher machen das halt den ganzen Tag. Und außerdem hören die auch irgendwann wieder auf, die Eltern. Ne? Denn wenn, ich meine, irgendwann werden die Kinder größer und dann schleppt man die nicht mehr durch die Gegend, und das erleben Erzieherinnen nicht und Erzieher, weil die, kaum sind die einen weg, kommen die nächsten Kleinen. Und viele Eltern sehen das auch nicht so als Gefährdung. Diese Rückenproblematik, und geben dann auch zum Teil ihre Kinder so von einem Arm auf den anderen rüber, und denen ist gar nicht bewusst, dass die das 30, 40 Jahre machen sollen. Ne? Und 30, 40 Jahre ständig Kinder auf dem Arm zu haben, meistens auch noch mit Fehlhaltungen, ist für die Wirbelsäule nicht so richtig gut. Okay, das heißt, dann gibt es natürlich die diversen richtigen Arbeitsmittel, aber wahrscheinlich auch irgendwie, keine Ahnung, Kurse, ja, wie man es genau. Also man kann eine Menge machen. Ne? Man kann vor allen Dingen auch mit die, also das Wichtigste ist eben auch dieses
diese Änderung im Kopf, ne, ist ein, muss es schnell gehen, wenn ich ein Kind auf den Wickeltisch setze, oder kann das Kind alleine hochgehen? Die Treppe dann, hochgehen. Genau, dann habe ich einen Rücken, eine Rückenschonung, und habe auch noch eine 1:1 Situation in der Betreuung. Ich muss das anders sehen, die Arbeit, ne? Das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass ich die Arbeit auch anders sehe als dieses schnell eben wickeln, um dann wieder was Wichtiges zu tun. Ne? Das ist auch ein, das ist ja auch eine Bindungssache. Ja, ne? Ganz genau. Und da kann man auch viel draus machen, und da ist vieles zu tun, ne? Ganz abgesehen von Erzieherstühlen. Oder auch, muss ich immer an dem kleinen Tisch sitzen, wo steht geschrieben, dass ich nicht auch an dem großen sitzen kann, bei bestimmten Tätigkeiten. Wenn ich ein Kind beobachte, ist es eigentlich nicht unbedingt erforderlich, dass ich auf so einem Zwergenstuhl sitze. Da kann ich auch daneben auf einem großen Stuhl sitzen, an einem großen Tisch zum Beispiel. Aber das sind so Dinge, wo ich auch versuche, die Träger oder auch die Leitung oder auch die Erzieher selber zu sensibilisieren und mal zu hinterfragen, muss es denn so sein? Ich sage immer, mein Schönster, wenn ich so Träger habe, die sagen, oh, aber Erzieherstühle sind so teuer, dann habe ich oft so, frage ich oft, was machen Sie denn? Ja, ich sitze am Schreibtisch. Ich sage, was würden Sie denn sagen, wenn morgen Ihr Chef kommt und sagt, Ihren Bürostuhl, den nehme ich jetzt mal weg, Sie kriegen jetzt einen Holzstuhl, der ist billiger. So. Und dann sagen die oft, ja, stimmt, eigentlich, das ist deren Arbeitsmittel. Und das muss man einfach anders sehen. Hm. Und mein Ansatz ist eben auch, also mir ist ganz wichtig, dass es nicht nur um rechtlich und um Drohen geht, ihr müsst das und das, sonst kommt der Staatsanwalt, sondern eher um das Einsehen. Weil in der Regel wird der Arbeitsschutz besser, wenn ich das aus einer inneren Motivation tue, als aus einer, das musst du, sonst... Naja. Kommt jemand mit dem, ja, mit Bußgeldern mit dem Paragraphen überhaupt keine um die Ecke. Genau. Wenn, dann muss es irgendwie tatsächlich so eine Änderung in der Denkweise sein. Ja. Und ja, das bringt mir auch was, ja, wenn ich das so mache. Genau, das ist wichtig. Ja, und dann haben die auch noch, psychische Belastung ist ein Riesenthema, weil die Betreuungspersonen kriegen ja auch viele Dinge mit aus den Familien. Sie stehen zwischen Kindern, Eltern, müssen viel vermitteln, und das ist für viele auch nicht einfach, das dann auch abzulegen. Mhm. Ne? Wenn sie dann Feierabend haben, ne, das ist auch ein... Das heißt, was kann man da machen? Na, da kann man erstmal kann man zum Beispiel in Workshops oder so mit denen die Menschen mal fragen, was belastet euch? Denn bei den psychischen Belastungen, das große Problem ist ja, dass die Belastung ist zwar für alle gleich, aber die Beanspruchung ist deutlich unterschiedlich. Ne? Also wenn ich so eine Erzieherin habe, eine gestandene Erzieherin, die 30 Jahre in ihrem Job steht, und da kommt jetzt irgendjemand und fängt an, die zu beschimpfen, dann sagt die sehr schnell, halt, hier ist eine Grenze, die du jetzt hier gerade überschreitest. Mhm. So lasse ich nicht mit mir reden. Genau, so lasse ich nicht mit mir reden, dreht sich um, und für sie ist der Fall erledigt. Mhm. Und jetzt habe ich aber jemand anderen da, der ist vielleicht gerade ganz jung, gerade aus der Ausbildung gekommen und ist dann total flatterig und kriegt Angst. Und das ist eine ganz andere Situation. Und da muss ich gucken, was ist es? Ne? Und das ist in allen Bereichen so. Ein schönes Beispiel, ich war letztens in einer deutsch-italienischen Kita, und da ging das um das Thema Lärm. Und alle italienischen Erzieherinnen haben gesagt, Lärm? Haben wir nicht. Was haben wir nicht? Wo ist der? Und alle deutschen Erzieherinnen, ja, da muss unbedingt was passieren. Mhm. Das sind manchmal Kulturfragen, mhm, ne, das sind ganz viele Dinge. Und ganz oft kann der eine gar nicht verstehen, dass der andere da ein Problem mit hat. Mhm. Und es wird häufig nicht besprochen, weil es wird ganz kurz mal über irgendwas gemeckert, so. Will ich mal meckern nennen, so, ne? Wird ganz kurz gesagt, oh, das und das. Und dann geht man zur Tagesordnung über, zu den wichtigen Dingen. Und die eigenen Belange werden meistens nicht bearbeitet. Ja, aber Lärm ist ja tatsächlich so eine Sache, die zermürbt einen, ja. Ja. Erst recht, wenn man das eben 30, 40 Jahre macht. Ja, ja. Das ist ja, da leidet man enorm drunter. Mhm. Und wenn das so eine, klar, wenn ich in Italien Urlaub mache, dann ist da auch viel lauter als hier. Ja. Und dann können die damit halt irgendwie, gehen damit anders um, genau. Ja. Ja. Dann muss man darüber reden im Team. Ganz genau, das stimmt. Ganz genau. Und das sind viele Dinge. Ne? Das sind, wenn es um Fortbildungen geht oder um Arbeitsplätze, um Pausenregelungen. Da sind viele Dinge,
wo die Teams auch selber Verbesserungen hinkriegen, wenn sie sich die Zeit nehmen, sich damit zu beschäftigen. Das heißt, mit Pausenregelungen haben Sie auch zu tun? Nein. Naja, also ist ja häufig, weil es dann heißt, oh, wir haben gar keinen Pausenraum und wo sollen wir den denn überhaupt machen? Und dann sage ich auch oft, aber das ist eine gesetzliche Pflicht, da müsst ihr mal dran denken. Wer länger als 6 Stunden arbeitet, hat der Gesetzgeber gesagt, ihr müsst eine Pause machen. Das ist kein kann und hätte ich gerne oder hätte ich nicht gerne. Oder hänge ich hinten dran, genau, wie es immer genau, hören. Genau. Ich sage, das geht eigentlich nicht. Und auch da kann man dann kreativere Lösungen finden. Einen Sessel, den man irgendwo in einem Raum hat, wo es ein bisschen ruhiger ist. Ne, wo man auch den Kindern mal klar macht, dieser Raum ist jetzt zu. Oder, ne? Die können ja genauso in dem Raum ruhen. Theoretisch. Ja, also wenn sie dann auch ruhen, aber sie können da nicht gleichzeitig toben. Nein. Und sie können vor allen Dingen auch nicht gleichzeitig von der Erzieherin was wollen, denn dann ist es keine Pause. Und mir sagen ja viele, ich kann auch nicht mal in Ruhe auf die Toilette gehen, dann stehen die schon davor und wann kommst du? Ich will dir mal was zeigen. Genau. Okay. Es ist also extrem vielseitig. Sie gehen im Prinzip in die Kita und gucken sich da erstmal um und hören zu, was die Leute sagen. Ja, genau. Also in der Regel, es ist ja vorgeschrieben, dass jeder Arbeitgeber eine Gefährdungsbeurteilung schreiben muss. Das heißt, das, was ich jetzt gesagt habe, dazu kommt dann noch Hautschutz und Umgang mit gefährlichen Arbeitsstoffen. Das sind so Sachen, die muss ich mit betrachten, das muss ich mir angucken. Und ich habe da so schon die ein oder andere Checkliste oder auch die Berufsgenossenschaft hat da eine Online-Gefährdungsbeurteilung, wo man sich mit den Themen auseinandersetzen muss. Und wo man erstmal sagt, erstmal die gesetzlichen Rahmenbedingungen klären und dann nachher weitermachen. Und das ist letztendlich auch die Gefährdungsbeurteilung, die ich ja mache, um zu gucken, ob jemand in ein Beschäftigungsverbot geht oder ist das so? Zum Beispiel, das ist ein Teil. Das ist dann eben ein spezieller Teil. Das ist Gefährdungsbeurteilung Mutterschutzgesetz. Mhm. Ne, da gibt es noch extra Fragen. Ne, da geht es ja auch um Hochheben genau, Immunisierung, Infektionsgefahren. Ganz genau. Aber das ist nochmal eine Gefährdungsbeurteilung für eine besondere Personengruppe. Die kommt noch da dran. Mhm. Aber ich muss auch schon gucken eben. Und wenn man durch die Einrichtung läuft, dann sieht man eben schon, aha, ja, Rückenprobleme. Ne? Und man sieht ja, also vieles sehe ich. Ne? Und dann gucke ich eben bei den Besuchen im Kindergarten, gucke ich auch nach Kindersicherheit. Denn das ist ja noch ein ganz anderes Thema, weil das ist das Thema der Unfallkasse. Mhm. Und da sind ja über den Arbeitsschutz hinaus noch andere Forderungen. Ne? Was weiß ich, Abstandsregeln von irgendwelchen Geländern. Wie hoch muss es sein? Wie hoch darf eine Stufe sein? Wie hoch dürfen Kinder klettern? Ne, Heizungen, müssen sie umbaut werden oder nicht? Ne? Das sind alles so Fragen, die eher die Unfallkasse betrifft und nicht den Arbeitsschutz. Aber zu wie hoch dürfen Kinder klettern, gibt es doch keine gesetzlichen Regeln. Nee, aber es gibt Bewertungen der Unfallkassen. Ja. Die sagen zum Beispiel, Kinder in Kindergärten nicht höher als 2 Meter. Und dann muss natürlich Fallschutz da sein und so weiter. Mhm. Na, aber da gibt es eine Menge Vorgaben. Es gibt keine gesetzlichen, aber wenn man in den Regeln der Unfallkasse guckt, und die entstehen ja aus der Auswertung von Unfällen, ist es schon sinnvoll, die auch einzuhalten, denke ich mal. Ja, sagen wir auch mal in unseren Seminaren, da gibt es ja eben diese Broschüren und es gibt, wenn es Urteile oder sowas gibt zur Aufsichtspflichtverletzung, dann steht da oft genug drin, warum kannten die Erzieher die Handreichung der Unfallkassen nicht, da steht doch das und das und das drin, ist dann unklar, versteht das Gericht nicht, weil das Gericht sagt, ich weiß es nicht besser, die haben sich dazu Gedanken gemacht, die werten das eben aus. Ja. Genau. Ich denke auch, dass da. Das ist auch leider so, das finde ich ein bisschen schade, dass häufig diese sehr guten Broschüren in den Einrichtungen gar nicht ankommen. Mhm. Dass die gar nicht kennen. Das ist aber bei den Berufsgenossenschaften das Gleiche. Die haben viele tolle Sachen gemacht. Also, jetzt hat gerade die BGW ein neues Heft gemacht: Rückengerecht arbeiten in der Kita. Ich mache da unglaublich Werbung für in allen Einrichtungen, weil das wirklich toll ist, das Ding. Ne? Da haben die einzelnen Arbeitssituationen der Erzieherinnen genau aufgedröselt, was ist die Gefährdung, wie kann man das verändern und dann daneben, was machen wir, und um da auch in so einen Prozess zu kommen. Ne? Aber obwohl die Berufsgenossenschaft da auch Werbung für gemacht hat,
kennen trotzdem die wenigsten die. Und das ist schade, das kommt, und das ist bei den Unfallkassenheften ganz genauso. Mhm. Ne? Die wissen oft nicht, dass es tolle Hilfen gibt. Da gibt es ja wirklich alles. Ja. Waldbesuch, Schwimmbadbesuch, ja. Wie gehe ich sicher über die Straße letztendlich, ne? Also da ist ja wirklich alles, alles drin. Mhm. Und deshalb werden auch ganz viel so, so Dinge, dass dann irgendjemand sagt, ja, das dürft ihr gar nicht. Und dann frage ich mal, wo steht denn das, dass man das nicht darf? Ich denke, man darf viel, man muss sich aber gute Gedanken machen. Ich kann nicht völlig, was weiß ich, wenn ich einen Ausflug mache mit dreijährigen Kindern und ich fahre irgendwo hin, wo ich nicht weiß, was mich da erwartet, dann ist das, kann ich da schon leicht in so eine Aufsichtspflichtverletzung kommen. Ne? Wenn ich dann irgendwie aber wenn das gut vorbereitet ist und die genau wissen, was sie tun und was sie machen, dann sehe ich da nicht so, dann sehe ich da nicht so ein Problem. Und das ist meistens ja auch so. Und dann ist es auch mit Öffentlichen in Berlin und so, dann sollte das alles kein Problem sein. Ja. Ja. Aber gerade wenn ich so mit denen verreise irgendwo hin, dann sollte, finde ich, wäre es schon wichtig, dass da vorher einer hinfährt und mal guckt. Ne? Können wir da mit unseren Kindern hin? Ist das für die geeignet oder nicht? Nicht, dass man da dann ständig mit, die Erzieher ständig mit Angst, oh Gott, hoffentlich läuft der da nicht hin oder da ist eine Absturzstelle oder so, die nicht gesichert ist. Oder das ist Tempel. Dann, ne? Und das ist dann natürlich gefährlich. Ne? Wenn ich weiß, worauf ich mich einlasse, dann ist das, glaube ich, alles viel einfacher. Und dann glaube ich auch, dass in der Regel ist ja dann auch so, dass die Richter das dann auch so sehen. Ne? Ja, kann gut sein. Es gibt Erstaunen dafür, dass man immer so in den Seminaren diese Angst hört von wegen, oh mein Gott, wir können das gar nicht alles leisten und wir dürfen die Kinder auf keinen Fall alleine lassen. Dafür gibt es erstaunlich wenig Urteile. Ja. Weil ja. Es klar passiert was, aber naja, es ist... Ich meine, es zum halt Großwerden gehören auch manche Dinge dazu. Ne? Blessuren, ja, genau. Und ich meine, die jetzt irgendwo im Kindergarten in Watte zu packen, ist auch gefährlich, weil das Leben draußen ist auch gefährlich. Und da müssen die auch die Gelegenheit haben, das zu lernen. Genau. Aber eben so, das, was man sichern kann, sollte man auch sichern. Ganz genau. Und dafür sind ganz sie da. Genau. Genau. Ganz genau. Und da versuche ich den Einrichtungen Hilfestellung zu geben. Genau. Jetzt sind wir auch gerade so ganz, ganz knapp vor Weihnachten. Ich habe, als ich hier ankam, schon gesehen, ein riesengroßer Adventskranz, der steht hier im Flur. Es sah aus, als wäre eine echte Kerze drin, aber es ist keine echte Kerze drin, wie ich mich vergewissern durfte. Was ist mit offenem Feuer? Ja, offenes Feuer, auch da gilt, es gibt kein Verbot, also so ein ganz klares darf ich nicht. Natürlich gibt es viele Träger, die sagen, darf ich nicht. Dann gilt es für den Kindergärten ja schon wie eine klare. Aber es gibt genauso andere, die sagen, Feuer darf sein unter den. Und dann ist eben ganz wichtig, dass die richtigen Regeln erarbeitet werden. Und da merkt man auch manchmal an den Teams, wie unterschiedlich die das bewerten. Das ist gar nicht so einfach, da saubere Regeln hinzukriegen, mit denen alle glücklich und zufrieden sind. Aber was in meinen Augen überhaupt nicht geht, ist eben irgendwelches Licht, was unbeaufsichtigt ist. Das geht gar nicht. Also das, wenn offenes Licht benutzt wird oder angemacht wird, dann muss da jemand daneben sein, es muss ein Löschmittel in der Nähe sein und es muss auch mit den Kindern klar geregelt sein, was die dürfen und was die nicht dürfen. Das ist schon wirklich wichtig. Genau, und hier steht es halt im Flur, deswegen, da ist keiner, jedenfalls nicht ständig. Nicht ständig, genau. Deswegen ist da kein echtes Licht drin. Genauso wie ich den Einrichtungen immer empfehle, es gibt ja viele kleine Kinderläden, wo Elterndienste sind. Ich sage mal, ich empfehle denen ganz dringend, in Elterndiensten Kerzen und jegliches offenes Licht zu verbieten. Weil Eltern sind keine Gruppenerzieher in der Regel. Ich meine, es gibt wenige noch, die 10 Kinder haben, aber auch da sind die alle unterschiedlich alt und nicht alle 3 oder 4. Und wenn da irgendwas sein sollte, dann weiß ich nicht, könnte ich nicht sicher sein, dass so ein Elternteil daran denkt, zuerst die Kerze auszulöschen, bevor er da hinten hinläuft, wo einer schreit. Okay, da hätte ich wahrscheinlich auch nicht dran gedacht. Während Erzieher da anders denken, ne? Das ist, die haben das anders im Blick. Wenn die Erzieherin da sitzt und da ist eine Kerze an und da hinten schreit einer, wird sie die erst löschen, bevor sie losläuft.
Und deshalb muss man da eben auch gucken, ne, mit wem habe ich zu tun. Und viele Eltern meinen, ja, Kerzen könnte man anmachen. Aber wenn ich zu Hause ein Kind habe, kann ich das auch anders einschätzen, als wenn da 12, 15, 20 rumlaufen. Definitiv, ja. Also wir befürworten das ja auch grundsätzlich. Also ich finde das, ich habe gerade neulich wieder vor der Kanzlei waren einen Laternenumzug und es ist heute halt so, dass die alle ihre kleinen LED-Lichter haben, was ja in Ordnung ist, aber manche haben ja nicht mal mehr eine Laterne drumherum, sondern nur das LED-Licht. Und das wirkt dann irgendwann schon doch so ein bisschen traurig. Man muss natürlich aufpassen, das ist klar. Und man muss mit den Kindern reden, ist auch klar. Und man muss sagen, was man wie beachten muss. Also man muss natürlich aufmerksam sein. Ja. Und ich denke, Laternenumzüge mit den Gruppen geht mit echten Lichtern nur dann, wenn jedes Elternteil sein Kind an der Hand hat. Mhm. Weil ich kann nicht von einer Gruppe, was weiß ich, 15 Kinder, zwei Erzieherinnen erwarten, dass die mit 15 Kindern mit der Kerze durch die Gegend fetzen. Das geht nicht. Ne? Und wenn ich da das Gefühl habe, als Erzieherin, die Eltern tun es nicht, die unterhalten sich oder machen irgendwas anderes, dann würde ich auch immer sagen, wir machen keine Kerzen. Mhm. Weil das ist, ich meine, es ist eine Veranstaltung des Kindergartens und da dann würde ich da, genau, da wäre ich dann vorsichtig. Ich erinnere mich nur, ich hatte echte Kerzen damals noch. Das fand ich schön. Das war ja auch immer so ein bisschen aufregend, weil man musste jetzt muss ich vorsichtig sein und jetzt darf ich nicht hier rumschlenkern und so weiter. Insofern fand ich das gut, dass ich das so mitgemacht habe. Aber na klar, wenn es irgendwie, wenn die Aufsichtssituation das nicht anders zulässt, ist das völlig klar. Genau. Wie sorgt man denn vor, dass nichts passiert? Was muss man tun? Naja, also wichtig, wie gesagt, erstmal seine Regeln klar zu machen. Dann gibt es ja auch eine ganze Menge, gerade zum Brandschutz gibt es ja auch eine ganze Menge Dinge, die in der Baugenehmigung schon geklärt werden, also welche technischen Baurichtlinien da eingehalten werden müssen und auch was für Löschmittel ich habe, wie viel davon und wo. Und dann auch, dass auch jemand da ist, der auch weiß, wie man damit umgeht. Ne? Nicht nur einen Feuerlöscher an der Wand zu haben, sondern auch wenn einer weiß, wie es geht, ist es auch nicht schlecht. Sogar von Vorteil, ja. Und dann eben vor allen Dingen auch sich über die Abläufe zu unterhalten, was denn im Notfall zu tun ist. Denn ich erlebe ganz häufig, dass Kindergärten zwar eine Brandschutzordnung haben, wenn ich die dann genauer lese, dann ist das eine sehr allgemeine, das heißt, ich kann damit gar nichts anfangen. Da steht dann, im Falle eines Brandes wird der Sammelplatz aufgesucht. Und dann frage ich, wo ist denn der Sammelplatz? Und alle zucken mit den Schultern, genau. Und dann sage ich, das ist nicht in Ordnung. Und häufig werden... Da gibt es ein Schild für, oder? Dieses Schild mit den Pfeilen irgendwie? Genau, da gibt es ein Schild. Aber oftmals, wenn ich ins öffentliche Straßenland gehe, dann habe ich die gar nicht so gekennzeichnet. Mhm. Ne, das Team muss es wissen. Mhm. Die müssen wissen, wo gehen wir hin. Nicht, dass eine Hälfte zum Beispiel, die werden getrennt durch ein Feuer und eine Hälfte der Gruppe geht durch einen Hinterhof und die andere Hälfte geht vorne durch ein Fenster oder was weiß ich was. Und jetzt steht jede Hälfte auf ihrer Seite und die treffen sich nicht wieder und die können gar nicht kontrollieren, ob alle draußen sind. Genau. Und deshalb ist das eben so wichtig, den auch für sich festzulegen, ne? Zu sagen, da würden wir uns treffen, egal von welcher Seite wir kommen. Oder ich muss andere Lösungen finden, wenn ich mich dann nicht mehr treffen kann, dann muss ich irgendwie ein Walkie-Talkie dabei haben oder irgendwas. Ne? Ich muss auf jeden Fall, muss ich der Feuerwehr sagen können, ob uns einer fehlt oder nicht. Ne? Das ist schon wichtig. Und Kinder reagieren eben auch manchmal, indem sie sich verstecken irgendwo, ne? Das Augen ist zu. Problematisch, und genau. Und dann, dass man eben auch sich über Situationen Gedanken macht, wie, was ist denn in der Schlafenszeit? Weil da kann ich meine normalen Evakuierungsgedanken vergessen. Weil die Kinder werden nicht, wenn ich da in eine Pfeife puste, aufstehen und geordnet rausgehen, sondern die wehren sich vielleicht. Oder wachen überhaupt nicht auf. Es gab ja jetzt auch gerade so eine Studie, dass Kinder durch Rauchmelder nicht aufwachen.
Okay. Die bauen das ein in ihren Traum. Oh, das könnte mir auch passieren, ja. Die hören das nicht. Und ja, da gab es dann so Versuche, dass die witzigerweise die Stimme der Mutter hören. Also ich denke, ich bin ziemlich sicher, dass es bald Rauchmelder geben wird, wo man dann als Mutter drauf spricht. Okay. Weil die Kinder die Rauchmelder nicht wahrnehmen. Und naja, und das sind so Dinge. Und dann eben auch, wie kriege ich die am schnellsten raus, dass ich jetzt 3-mal oder 5-mal oder 10-mal in die Einrichtung reinlaufe und rauslaufe. Das kann ich wegen der Rauchentwicklung in der Regel überhaupt nicht machen. Das heißt, da muss ich ganz andere Abläufe. Na gut, aber mit Krippenkindern ja. Muss ich ja irgendwie. Ja. Ne? Also ich kann irgendwie zwei nehmen, ja. Aber wenn ich kann sie zum Beispiel erstmal aus dem Fenster schieben, also dass da dann ein zweiter steht und nimmt sie mir erstmal ab und dann sind sie draußen und dann habe ich mehr Zeit. Und dann kann ich, aber ich kann nicht 10 Meter durch die Einrichtung laufen. Wieder zurück, wieder rein, wieder raus. Das geht nicht. Ne? Oder Hol- und Bringezeiten. Ne? Da habe ich ganz oft diskutiere ich mit den Erziehern. Ich sage, seid ihr immer sicher zu wissen, wer da ist? Oder geht vielleicht auch noch ein Elternteil irgendwo wickeln, hat aber schon Tschüss gesagt, ne, dass geklärt ist, wer guckt sich Nebenräume an. Dass man nicht einfach rausläuft und meint, das sind dann alle draußen, sondern dass Abläufe gut überlegt sind. Okay, aber das ist tatsächlich eine Sache, die man dann wahrscheinlich, also es sollte wahrscheinlich irgendwie erstmal ein grober Plan vorgegeben werden, von Trägerseite, genau. Und dann müsste man innerhalb des Teams wahrscheinlich gucken, genau. Kann das so funktionieren oder nicht. Genau, ganz genau. Und dann kann da natürlich nicht drin stehen, dass Susanne diese und jene Aufgabe macht, weil wenn Susanne an dem Tag keinen Dienst hat, dann macht keiner diese Aufgabe. Genau. Sondern es muss drin stehen, genau. Der aus diesem Gruppenraum genau. Macht diese Aufgabe. Ganz genau. Oder das Hauswirtschaftspersonal oder was auch genau. Immer man so da rumsausen hat. Ne, wir hatten es vorhin schon ganz kurz angesprochen, bevor ich auf Aufnahme gedrückt habe, Brandschutzübungen mit den kleinen, mit den Lütten, sinnvoll oder nicht? Brandschutzübungen sind auf jeden Fall sinnvoll, ist nur die Frage, wie ich es mache. Genau. Und je kleiner die Kinder sind, umso weniger sollte ich die in Panik versetzen. Und dann kann ich auch, dann ist die Übung eigentlich für das Team total wichtig. Ich kenne auch Einrichtungen, die üben dann mit Puppen, ne, dass die Puppen evakuieren. Als echte Übung und die Übung mit den Kindern vielleicht eher mal so, wir sind heute am schnellsten draußen und es müssen keine Schuhe angezogen werden, dass sie das als Spiel sehen und dabei dann für das Team zu beobachten, wer reagiert wie und wen müssen wir ganz besonders am Schlawittchen halten, damit der uns nicht verschwindet, gerade mit den ganz Kleinen. Mit den größeren Kindern ist es in der Regel als Projekt Feuer total spannend. Da finden die das super toll. Und da kann ich die Dinge mit denen besprechen und üben. Und wenn ich schon 100 Evakuierungsübungen gemacht habe, dann kann ich auch eine Notfallübung machen, weil dann auch in der Regel das Personal, genau, mit einem plötzlichen Alarm, ne, also das Alarmsignal zeigen sollte ich auf jeden Fall, damit die Kinder das eben auch wissen. Aber dass ich dann so eine echte Notfallübung mache, da sollte das Personal sicher sein. Nicht, dass das Personal dann in Panik gerät und dann die Kinder auf jeden Fall in Panik geraten, sondern dass man das gut abfängt. Und klar, wenn die Erwachsenen ruhig bleiben, ruhig bleiben, dann denken die Kinder natürlich auch nicht, oh mein Gott, was passiert jetzt? Nee, genau. Und dann sind die auch, dann folgen die in der Regel auch. Ne? Und deshalb, aber das sollte man dann erstmal ein paar Mal geübt haben. Und zuerst muss man auch wirklich diese Übung auch zulassen, ne? Zu sagen, was tun wir in so einem Fall? Und dann geht man zum Sammelplatz und dann guckt man, was hat gut geklappt, was hat weniger gut geklappt und bessert auch nochmal nach dann gegebenenfalls. Mhm. Oder stellt sich auch so Fragen, wie verhindern wir, dass dann nachher zum Beispiel Eltern da reinlaufen in die Einrichtung. Wir stehen alle hinten im Hof und da schlagen die Flammen aus dem Dach und jetzt sieht das irgendeiner vom gegenüberliegenden Haus, nicht, dass der dann da reinläuft, sondern dass ich da bei großen Einrichtungen oder in Schulen, das ist ein großes Thema, weil die häufig offen sind, ne, da muss ich dann gucken, entweder muss ich zumachen oder ich muss eine Wache dahinstellen oder irgendwie muss ich verhindern, dass da Leute dann da reinlaufen. Retten wollen. Hm. Genau, weil sie retten wollen und die stehen aber schon alle draußen auf dem Sammelplatz und gerade an Schulen stehen die in der Regel hinten auf dem Hof. Hm. Die stehen nicht vorne sichtbar. Wie oft sollte man denn sowas machen? Ich erinnere mich, ich hatte also in der Schule maximal einmal im Jahr. Zweimal ist die Empfehlung der,
der Senatsverwaltung. Da gab es mal so ein Schreiben für die Kitas. Und man kann aber auch einmal im Jahr also man kann auch ein Sicherheitsgespräch machen. Ne, dass man eben, also viele kleinere Einrichtungen, die machen im Sommer eine wirkliche Übung, wenn man mit den Kindern auch ohne Schuhe, ohne Jacke und sowas rausgeht, ohne dass die sich gleich eine Lungenentzündung haben, kriegen oder erkältet werden. Und dann machen die im Winter, gerade so in der jetzigen Zeit, so in der Adventszeit, nochmal ein Sicherheitsgespräch mit denen. Und die Erzieherinnen sind immer wieder erstaunt, an was die Kinder alles wissen aus dieser Übung vom Sommer. Okay. Die wissen das eigentlich in der Regel alles noch, wenn man das gut vorbereitet. Und ich Klingt kenne sehr viele reizvoll. Einrichtungen, die wirklich da so hinterstehen und wo die sagen, das ist für die Kinder immer ein Highlight, diese Übung. Weil sie das auch nicht als Bedrohung empfinden, ne, wenn Wenn ich man es es richtig macht. erkläre. Wenn man Genau, es richtig wenn macht, ich es ja. erkläre. Naja, und dann können die das natürlich zu Hause genauso umsetzen, Natürlich, gegebenenfalls. ja. Und wobei das natürlich bei großen Einrichtungen immer noch anders ist. Da kann ich auch zuerst üben, aber die müssen in der Regel auch, machen auch klare Übungen, weil da sind ja auch viel mehr Menschen, die evakuiert werden müssen. Und dann muss man eben auch gucken, stehen die alle, kann ich die auch zuordnen? Nicht, dass draußen dann 120 Kinder rumtoben und keiner weiß mehr, wer gehört jetzt zu wem. Ne, das sind so Dinge, aber wichtig ist immer, meiner Meinung nach, immer erst die Klärung mit dem Team, was muss wie laufen. Und wenn das gut klappt, dann mache ich eine Notfallübung, indem ich einfach einen Alarm auslöse. Gibt es noch was anderes, was man üben kann mit den Kindern? Mal vom Brandschutz weg? So zur Sicherheit, zu Schutz? Natürlich, vieles tun die ja auch täglich, ne? So Verkehrsübungen machen die Einrichtungen ja alle, weil die mit ihren Kindern unterwegs sind. Und da haben in der Regel auch das pädagogische Personal ganz klare Regeln, ne? Der Letzte, der geht, ist ein Erwachsener. Vorne geht ein Erwachsener, dass die Kinder nicht alleine. Es gibt Regeln, wie man über die Straße geht, wie man in die U-Bahn ein- und aussteigt. Das ist für mich immer, wenn ich mit der U-Bahn fahre, denke ich immer, das ist eine wirkliche Herausforderung. Ne? Wenn man so sieht, dann sind die da mit 20 und dann heißt es so, wir steigen die nächste aus. Und die dann diese kleinen Geister dann alle auf dem Schirm zu behalten, nicht, dass einer noch drin bleibt und dann noch fröhlich winkt, das ist schon herausfordernd. Und aber das regeln die hier alle gut. Ja, das stimmt. Das Und funktioniert es passiert meistens, ne? selten, es passiert, aber es passiert selten, dass irgendwo einer Und dann ist verloren geht. natürlich auch wieder wichtig, Und dass man dafür einen Plan ganz hat. genau, dass man da auch mit den Kindern, ich weiß, ich habe das auch mit meinen eigenen Kindern gemacht, ja, wenn mal, manchmal geht ja die Tür auch sehr plötzlich zu, gerade an den U-Bahnen. Wenn ihr drin bleibt, bis zur nächsten Haltestelle fahren, da aussteigen und warten, weil ich komme dann hinterher. Ne? Ich komme dann mit der nächsten U-Bahn. Und da das hier ja in der Regel auch nicht 3 Stunden dauert, aber das eben auch mit den Kindern zu besprechen, dass die auch wissen, was sie dann tun in so einem Fall. Ne? Kann dann natürlich sein, dass sich irgendein hilfsbereiter Erwachsener findet, der sagt, ah, okay, dann nehme ich dich jetzt mal mit und du steigst jetzt hier nicht alleine aus. Ja, Dann hat man aber natürlich ein ja, Problem. natürlich, dann hat man ein Problem. Aber eigentlich müsste das Kind dann sagen, nein, meine Erzieherin kommt gleich. Ne? Das wäre gut, wenn sie das können. Ne? Okay, aber das muss man halt Ja, auch das muss wieder man üben besprechen, und genau. Ja. besprechen. Und das ist auch manchmal gar nicht so einfach, das mit den Eltern zu kommunizieren, weil die dann sagen, oh, dann das macht Angst. Und ne, sowas macht Angst, sowas soll man mit den Kindern gar nicht besprechen. Ja, Aber dann das, wird es aber noch viel schlimmer, wenn es ja, passiert. natürlich. Und dann gehen sie vielleicht auch mit jedem mit. Ne? Und ich finde, das müssen die schon lernen, dass man das nicht unbedingt tun sollte. Ne? Ich meine, die meisten würden ja tatsächlich auch wahrscheinlich sagen, oh, soll ich dich nach Hause bringen oder irgendwie sowas. Ne? Aber wenn die Kinder klare Regeln haben, ist es viel einfacher. Und ich kann alles Mögliche mit den Kindern an Sicherheitsdingen machen. Ne? Wenn ich überlege, wie viele Kindergärten haben Werkräume oder so und die hantieren mit Sägen und Hammer und Zange Was ja und super sowas, ist, was genau. total toll ist. Und die müssen einfach die Sicherheitsregeln dazu lernen. Die Waldkinder, die schnitzen alle. Ich kenne keinen Waldkindergarten, wo die Kinder nicht schnitzen. Und die Verletzungen sind echt selten. Natürlich schneiden die sich mal den Finger. Aber das passiert mir auch zu Hause beim Apfelschneiden. Aber schwere Verletzungen sind da echt selten, weil die Sicherheitsregeln lernen.
Vom Körper wegschnitzen. Ja, genau, genau, sowas. Vom Körper weg. Und man läuft nicht mit dem Messer durch die Gegend. Und wie gebe ich das einem anderen? Ne, das sind alles Dinge, die die Kinder super lernen können und die die auch sehr verinnerlichen und dann auch zu Hause den Eltern beibringen, wie das geht. Jetzt hatte ich gerade irgendwie noch einen Gedanken. Irgendwas hat es mit dem Wald zu tun. Mit dem Wald zu tun. Was war's? Nee, aber dann, genau, Schnitzen, klar. Ausflüge grundsätzlich. So Schwimmbad kann man natürlich auch eine ganze Menge üben. Oder am See, da passiert das, natürlich, wenn da was passiert, ist, dann ist es natürlich immer und das schlimm. Ist auch, und das sind dann auch die Presseberichte. Und das, ja. Deswegen haben wahrscheinlich viele Erzieher davor auch enorm Angst. Sowas weil sie häufig auch keinen Rettungsschwimmer haben. Mhm. Ne, das müsste ich ja eigentlich haben, wenn ich mit größeren Gruppen unterwegs bin. Und das ist schon nicht so einfach, weil je kleiner die Kinder sind, die haben eben ja auch manchmal diese Starre, wenn die ins Wasser, mit dem Gesicht ins Wasser fallen, dass die sich dann, die können ja in einem 10 cm Becken, 10 cm tiefen Becken ertrinken, weil die sich einfach dann nicht mehr bewegen. Und das sind schon Herausforderungen. Da muss ich schon gucken, wie man das macht und dass man das gut hinkriegt. Ne? Denn das, weil das eben, Wasser ist eben nicht ganz ungefährlich. Ne? Ja, da sollte man sich tatsächlich auch nur darauf einlassen als Erzieher, wenn man meint, dass man sich das tatsächlich zutraut. Ja. Wie eigentlich bei fast allem oder bei allem. Aber beim Wasser ist es halt tatsächlich nochmal eine besondere Gefährlichkeit. Genau. Wie kann man denn jetzt mal wieder weg von den Kindern in der Kita und was man da so machen kann, Kindersicherheit, was kann man denn bei der Arbeit noch machen? Ich habe wenigstens in einer Einrichtung schon mal so eine Lärmschutzampel gesehen. Fand ich ja irgendwie auch interessant, zumal man damit wahrscheinlich den Kindern auch ganz gut verdeutlichen kann, Moment mal, wenn das jetzt hier rot leuchtet, dann müsst ihr mal wieder ein bisschen zurückfahren. Dann ist das so ein bisschen visualisiert. Was gibt es da? Wie kann man da noch irgendwie die Kinder auch mit einbeziehen, dass sowas funktioniert? Eine wichtige Voraussetzung ist es, dass die Räume nicht hallig sind. Also Räume, die sehr wenig Stoffe, sehr wenig Möbel, sehr harte, schallharte Oberflächen hat, genau, ist sehr hallig. Und Halligkeit führt dazu, dass ich nicht richtig verstehe. Und dann versucht man das in der Regel auch durch noch lauter zu werden. Das ist die Grundvoraussetzung, dass man da, und da kann man mit Akustikelementen und so eine ganze Menge machen. Die alten Kindergärten sind meistens nicht ganz so dramatisch, weil die haben häufig Teppichböden, die haben sehr viel mehr Stoff irgendwo, was ja auch absorbiert. Je neuer die Einrichtungen sind, umso weniger haben die das schon allein auch aus Hygienegründen, weil ich kriege die besser gereinigt als, also Linoleumböden oder so kriege ich besser gereinigt als Teppichböden. Und dadurch muss ich halt noch mehr Akustikmaßnahmen machen. Und dann ist eben dieses mit den Kindern auch Regeln zu besprechen, wann man laut sein darf und wann nicht. Alles hat seine Zeit. Und eine Lärmampel kann unterstützen, wobei es funktioniert nur, wenn die Erzieher und Erzieherinnen das im Projekt bearbeiten. Das heißt, den Kindern muss klar sein, was es soll. Die Lärmampel selber macht Kindern nicht leiser. Nee, das ist klar. Ne? Und deshalb ganz oft, wenn die dann den ganzen Tag an ist, dann kriegen die den Spaß daran, sich da vorzustellen und das Ding anzuschreien, damit es rot wird. Okay. Und dann ist eben wichtig, dass die dann sofort reagieren und das Ding auch ausmachen, sondern dass man eher mit den Kindern so abspricht, oh, jetzt wollen wir essen und da wollen wir, ist unser Ziel, die Ampel auf grün zu halten. Und dann kann man hinzeigen. Eher so eine Art Wettbewerb. Ne? Genau, dann kann man hinzeigen und dann kann man, oh ja, jetzt sind wir zu laut geworden. Oder eben, was weiß ich, wenn die Kleinen schlafen und die Großen sollen leiser spielen. Das sind so Situationen, wo ich die gut als Unterstützung nehmen kann. Aber wie gesagt, im Projekt und mit einer klaren Botschaft, die Ampel da machen soll. Dann kann das eine tolle Unterstützung sein.
Aber man kann auch noch viel mehr. Also zum Beispiel sollte man nicht unbedingt gegen Lärm mit Lärm angehen. Also wenn ich dann noch oben rüber schreie, dann mache ich die Gesamtsituation noch lauter. Dann ist besser, sich zu überlegen, wir machen eine Bewegung zum Beispiel. Oder ein anderes Geräusch, ein Gong, eine Klangschale, irgendwas, was die dann wahrnehmen und wo sie dann erstmal alle wieder auf Null runterfahren und dann geht es langsam wieder hoch. Oder auch so Sensibilisierungen. Man kann tolle Sachen machen. Man kann mit den Kindern zum Beispiel so ein Hörmemory basteln, ne, wo sie dann so gleiche Geräusche suchen müssen. Da ist nämlich die Voraussetzung, dass sie still sind, sonst können sie das nicht hören. Ne? Oder es gibt tolle Bücher zu dem Thema, so die pädagogisch aufbereitet sind, ne, dass ich mit den Kindern solche eben laut und leise auch übel, ne, und wahrnehme. Und es sind ja auch viele Kinder, die darunter leiden. Es sind ja nicht nur die Erwachsenen, sondern auch viele Kinder sagen Ja, im es sind Kindergarten ja ist so enorm viele laut. Kinder gestresst, wenn die nach Ja, Hause kommen, weil die genau. einfach den ganzen Tag angebrüllt werden, sozusagen, einfach lautstärkemäßig. Es gibt ja auch Gehörschutz natürlich, den man sich so anpassen kann. Ist natürlich in der Kita so erstmal, denkt man, könnte doch gefährlich sein, wenn man nicht mehr jedes Kind schreien hört, Ja, was also Hilfe braucht. es gibt im Arbeitsschutz immer eine Hierarchie in der Auswahl der Maßnahmen. Die erste Maßnahme, die da nicht geht, wäre Substitution, also weg mit dem Problem, kann ich nicht, weil müsste ich dann Ich die gehe mal in den Kinder, Urlaub. genau, ohne Kinder, ohne den Kindergarten ohne Kinder betreiben, also geht nicht. Dann die zweite Hierarchiestufe ist die technische Akustik, also eben erstmal sehen, dass ich die Räume gut hinkriege. Dann kommen die organisatorischen Dinge, eben wie zum Beispiel Unterstützung durch Lärmampel, Besprechungen und Regeln und sowas. Und erst das Letzte ist die persönliche Schutzausrüstung, weil damit schütze ich nur einen. Nur denjenigen, der die Ohrstöpsel dann eben drin hat. Es gibt mittlerweile Ohrstöpsel, also persönlichen Gehörschutz. Da sind die gefiltert, das heißt, die normale Sprachfrequenz wird ungehindert durchgelassen. Das ist auch wichtig, damit ich auch Alarmgeräusche dann eben höre. Sowas geht. Kann man dann empfehlen, wenn wirklich eine Person besonders beansprucht ist durch den Lärm. Also das macht flächendeckend keinen Sinn, denn sonst würden sie alle mit den Dingern rumlaufen und dann schreien sie wahrscheinlich noch mehr. Also ich denke, man sollte das erst als letzte Maßnahme überlegen. Aber ich kenne gerade in Horten viele, auch gerade die älteren Erzieherinnen, die dann sagen, so im Winter, wenn die viel drin sind, dann benutze ich die. Naja, klar, weil Lärm führt ja eigentlich zu Ja, Stress, Stress führt irgendwann zu Burnout und dann falle ich halt ganz aus. genau, ganz genau. Aber es ist immer, man sollte immer die anderen Dinge erstmal sich genauer angucken und gucken, was kann ich da verbessern. Und diese Hierarchie kann ich mir natürlich bei jedem einzelnen Problempunkt angucken, Ja, genau, ne? ist immer so. Ich gucke immer als erstes, kann ich dieses Problem beseitigen, indem ich irgendwas anderes nehme? Bei gefährlichen Arbeitsstoffen ist das eben auch da ist das die Maßnahme Nummer eins. Wenn ich jetzt irgendein Putzmittel habe, was ätzend ist, dann empfehle ich immer, gucken Sie mal, ob Sie nicht eins haben, was vielleicht nur Haut und Augen reizend ist und nicht gleich was ätzend ist. Denn das ist natürlich auch nicht gesund, aber ich will ja auch eine Reinigungsleistung haben und das ist immer eine Abwägung. Wie stark muss es sein, ne, mit dem, was ich machen kann. Und es geht ja nicht immer da nur um die Kinder, sondern auch um die, die damit arbeiten müssen. Ne. Und dann, wenn ich jetzt Stoffe einsetzen muss, weil ich ein Desinfektionsmittel haben muss, was gegen besondere Viren auch aktiv ist, dann sind die in der Regel nicht ganz ungefährlich. Und dann muss ich eben alle Sicherheitsmaßnahmen und gegebenenfalls einen Mundschutz und gute Handschuhe und alles bereitstellen für die Beschäftigten. Und ich höre immer, Gefahrstoffe haben wir nicht im Kindergarten. Das stimmt nicht. Also die haben schon alleine mindestens die Desinfektionsmittel. Die sind nämlich, wenn es Alkohole sind, brennbar. Deshalb sind sie gefährliche Arbeitsstoffe. Oder sie haben eben andere gesundheitsschädigende Wirkung. Und aber auch eine ganze Menge Reinigungsmittel, Spraydosen, Chemikalien, die man sonst so hat. Und es ist immer erstaunlich, was man da alles so hat. Also in manchen Wohnungen ist es auch schon ziemlich gefährlich, was man da so rumstehen hat. Glaube ich auch, ja.
Und als Arbeitgeber habe ich eben immer noch die Gefahrstoffverordnung im Nacken und da steht drin, wenn ich meinen Mitarbeitern einen gefährlichen Arbeitsstoff in die Hand drücke, mit dem der arbeiten soll, dann muss ich zuerst die Substitutionsprüfung machen. Dann, wenn ich sage, nee, ich brauche den Stoff, dann muss ich die entsprechenden Unterlagen bereithalten, wie eine Betriebsanweisung zum richtigen Umgang. Und ich muss meine Mitarbeiter jährlich dazu belehren. Und das sind so Pflichten, die ganz häufig auch nicht bekannt sind. Ganz abgesehen davon, dass je ungiftiger die Mittel sind, umso besser ist es auch für die Kinder, denn wir sind alle Menschen und auch eine Reinigungskraft kann mal irgendwas irgendwo stehen lassen. Selbstverständlich, ja. Und Kinder sind von Natur aus neugierig. Genau. Insofern ganz klar, dass sie sich das dann genauer angucken. Genau. Und Kindersicherungen, ich weiß, es gab mal so einen Versuch von Kinder, also Reinigungsmittel und Kindersicherung und Kinder, da haben die so Fünfjährigen diese Verschlüsse. Die kriegen das super auf, oder? Hat nicht lange gedauert. Ich kämpfe immer mit diesem blöden Zeug. Das hat gar nicht lange gedauert, dass die gucken sich das so genau an und probieren und machen und tun und das hat nicht lange gedauert, dann kriegen die auf. Da kann man nur hoffen, dass dann die Neugier in der Zwischenzeit schon nachgelassen hat oder irgendwas anderes. Ja, oder, das, oder halt sie schon wissen, ne, was das für ein Zeug ist. Zum Arbeitsschutz gehört dann natürlich, Sie haben es vorhin schon gesagt, Hygiene natürlich auch. Das heißt eben zum Beispiel, eigentlich muss der Arbeitgeber wahrscheinlich die ganzen Einmalhandschuhe zur Verfügung stellen für den Windelbereich oder für den Wickelbereich und sowas. Beim Eincremen mit Sonnencreme wahrscheinlich genauso. Ja, vor allen Dingen, es gibt ja für die Erzieher und Erzieherinnen, die in der Betreuung von Kindern unter 6 arbeiten, eine arbeitsmedizinische Pflichtvorsorge. Da hat der Gesetzgeber festgelegt, dass die zum Betriebsarzt müssen. Das ist keine freiwillige Geschichte, sondern sie müssen dahin. Und der Arbeitgeber muss eine Vorsorgebescheinigung bekommen. Die Betriebsärzte sprechen dann mit den Beschäftigten über das Risiko, über den Impfschutz und empfehlen denen auch gewisse Dinge, auch gerade wie Blutentnahmen und Impfungen und sowas. Lassen die das beim Betriebsarzt machen, ist auch der Arbeitgeber für die Kosten verantwortlich. Sie müssen es aber nicht. Der Mitarbeiter selber kann sagen, nein, weil sonst wäre das ja Körperverletzung, ne? Wenn der Arbeitgeber jetzt sagt, du lässt dich jetzt impfen. Und Impfpflicht gibt es halt nicht. Genau, und Impfpflicht haben wir nicht. Und auch der Arbeitgeber darf auch nicht sagen, du musst dir Blut abnehmen lassen. Das darf er nicht. Aber er darf nicht sagen, du darfst es nicht. Das ist ein großer Unterschied. Da habe ich eine Pflichtvorsorge, weil das Personal, die mit den Kindern unter 3 sind, die haben eben ein erhöhtes Risiko, weil sie zum einen den Kindern sehr nah sind. Die Kinder sind teilweise noch nicht komplett durchgeimpft, also noch nicht durchimmun. Die können Infektionskrankheiten mitbringen. Die Kinderkrankheiten sind häufig infektiös, bevor sie ausbrechen. Das heißt, also, dann stecken sie schon an. Und dann sollten die Erzieher möglichst immun sein. Das wäre gut. Also es ist auch empfohlen, dass die immun sind. Und gerade jetzt, es kommen ja eine ganze Menge Infektionskrankheiten wieder, wie Keuchhusten, Masern. Alle Krankheiten kommen wieder. Und ich kenne auch die ein oder andere Erwachsene, die einen Keuchhusten hatte. Und in der Regel ist das ein sehr langer Ausfall. Und das ist nicht lustig für die Betroffenen. Mhm. Und deshalb gibt es eben auch diese Pflicht zur arbeitsmedizinischen Vorsorge. Und dann natürlich das ganze Thema Hautschutz, ne, weil die müssen sich viel die Hände desinfizieren und waschen. Ne, und Wasser und Seife entfettet die Haut sehr stark. Und da muss ich dann auch als Arbeitgeber unterwegs sein. Ich muss die richtigen Handschuhe bereitstellen für die richtigen Tätigkeiten auch die passenden. Natürlich, ich sollte nicht mit Hygienehandschuhen reinigen zum Beispiel. Hygienehandschuhe sind Hygienehandschuhe und in der Regel nicht chemikalienecht. Das heißt also, ne, wenn ich am Wickeltisch stelle ich in der Regel Latex- und puderfreie Handschuhe bereit und für Reinigungsarbeiten Haushaltshandschuhe und nicht die gleichen. Das macht keinen Sinn. Und dann sollte ich eben auch die Mitarbeiter dazu belehren, wie sie damit richtig umgehen. Denn Feuchtarbeit aus Sicht der Berufsgenossenschaften heißt, jemand hat 2 Stunden pro Tag Handschuhe an oder ist im Wasser unterwegs.
dann würde das auch wieder eine arbeitsmedizinische Vorsorge. Kann das gut so der Fall sein. Ja. Mhm. Wobei das ist ja meistens kein Wasser, sondern das sind ja meistens dann andere Stoffe und die greifen ja die Haut nicht so an. Aber auch da eben, dass man eine vernünftige Seife hat, ne? Möglichst ohne Parfümstoffe, ne? Weil Parfümstoffe sind wiederum Allergene und da sollte ich dann gucken, dass ich gute Hautschutzprodukte habe und eben auch Hautschutz- und Hautpflegecreme fürs Arbeiten. Und im Sommer, wenn die Erzieherinnen rausgehen, dann sollten sich die Träger auch mal über Sonnenschutz Na klar, eben nicht nur für Gedanken die Kinder machen, natürlich, sondern auch für die Mitarbeiter. Kinder. Und wenn ich den Kindern sage, ihr sollt einen Kopfschutz aufsetzen, dann wäre es immer gut, wenn die Erzieher das auch tun würden, weil das hat eine Wahnsinnsvorbildwirkung. Definitiv, ja. Bei den Fahrradhelmen ja genauso. Ja, ganz genau. Man denkt sich immer, wenn die Mama jetzt vom Fahrrad fällt, vorne Kind, hinten Kind, beide mit Helm, die Mama fällt runter und hat dann. Ja, und dann legen die auch häufig sehr schnell ab, wenn sie es dann können. Weil das eben diese Vorbildfunktion nicht da ist. Mhm. Und und Hygiene ist eben dann, steht im Infektien, müssen die Belehrungen zum Infektionsschutz machen, zum Infektionsschutzgesetz, fürs Personal, für die Eltern. Die Eltern müssen die Impfberatungsbescheinigung vorlegen. Wenn die Eltern das nicht tun, müssen sie das dem Gesundheitsamt melden. Das sind also viele Pflichten in der Hygiene. Dann müssen die einen Hygieneplan haben, Putz- und Reinigungspläne haben. Sie müssen die richtigen Desinfektionsmittel bereitstellen. Das ist immer wieder Thema, weil dann geht irgendjemand einkaufen und läuft in die nächste Drogerie und kauft dann irgendein Hygienespray. Und bei der nächsten Gesundheitsamtsbegehung heißt es dann, das ist nicht zugelassen, weil das ist nicht gelistet. Und das sind auch immer wieder meine Alltagsthemen, wo ich dann sage, nee, geht nicht, müsst ihr ein anderes nehmen. Und habt ihr auch eins, was ihr nehmt, wenn ihr mal Norovirus und sowas habt, das sind andere Mittel, die man dann haben muss. Mhm. Das sind alles so Dinge, die häufig, ja, die sind so nebensächlich in den Betrieben, aber wenn denkt man sich, genau. Aber wenn die dann eine Infektionskrankheit haben, gerade so eine Durchfallerkrankung und sie haben die 6 Wochen und die kriegen die nicht los, dann liegt es meistens daran, dass eben dieser Keim mit dem Mittel, mit dem ich den da bearbeitet habe, dass der sich da dran überhaupt nicht gestört hat. Der lacht sich tot, ja. Ja, der sitzt da und freut sich. Und Hygiene ist viel. Auch dann gibt es auch immer so die verschiedenen Aspekte der Hygiene, was für die Einrichtungen noch so schwierig ist. Es gibt den Aspekt Infektionsschutzgesetz, der ja als Ziel hat, Krankheiten sollen nicht übertragen werden und wir wollen keine Seuchen. Das ist ja eigentlich das Ziel des Infektionsschutzgesetzes. Und dann komme ich immer und sage, ihr macht ja auch eine Belehrung nach der Biostoffverordnung. Dann ist denen gar nicht klar, dass das ein anderer Aspekt der Hygiene ist. Denn da geht es um den Mitarbeiterschutz. Da geht es nicht um diese Allgemeinheit und die Verteilung der Krankheiten, sondern was muss ich tun, damit die Mitarbeiter gesund bleiben und sich nicht infizieren. Und dann gibt es noch die Sichtweise der Lebensmittelhygiene, wo die sagen, die rote Karte ist nicht Lebensmittelhygiene, sondern auch da geht es wieder um die Verbreitung von Krankheiten, während Lebensmittelhygiene beschäftigt sich mit dem Lebensmittel selber und was kann ich tun, damit das gar nicht erst krankmachend wird. Da gehören dann solche Dinge ein wie Einhalten der Kühlkette und richtige Reinigung und all solche Sachen. Und das überfordert viele Einrichtungen. Ja. Dann ist klar, dass man sich lieber jemanden Externes holt, der da regelmäßig raufguckt. Mhm. Weil das kann man, glaube ich, gar nicht alles im Blick haben. Als kleine Einrichtung. Nee, das ist sehr schwierig. Bei großen mag das schon wieder was anderes sein. Ja, da funktioniert das gut. Weil große haben ihre Leute und ihre Abläufe und ihre Prozesse. Und da ist das einfacher. Schon allein, wenn man überlegt, der Einkauf. Ne? Wenn das klar ist, was die einkaufen dürfen, dann kommt da nicht jemand um die Ecke und meint jetzt, er müsste unbedingt so einen ganz fürchterlich ätzenden WC-Reiniger haben, weil der ist da gar nicht erlaubt. Das heißt also, kriegen die den schon gar nicht in die Hände. Ne? Das ist schon, das macht viele Sachen einfacher. Und in den kleinen Einrichtungen ist es ja häufig so, gerade in den Elterninitiativen, wenn man sich mit den Trägern unterhält, dann ist ihnen oftmals gar nicht klar, dass sie eine öffentliche Einrichtung sind. Es ist den Trägern nicht klar, dass sie Arbeitgeber sind, weil sie sind in Vorstand gewählt worden, weil es keiner machen wollte. Und sie meinen, sie sind was Privates als Elternverein. Aber
Das ist nicht so. Sie haben genauso alle Auflagen zu erfüllen, weil sie ganz normale Arbeitgeber sind und sie sind Träger einer öffentlichen Einrichtung. Mhm. Denn sie kriegen auch Geld vom Senat. Richtig. Wahnsinn. Ich habe jedenfalls viel gelernt. Dankeschön. Bitte sehr. Vielleicht setzen wir das irgendwann mal fort. Mal schauen. Ja, vielleicht wird ein besonderes Thema dann mal. Genau. Vielen Dank. Ich hoffe, den Zuhörern hat es genauso Spaß gemacht. Für mich bleibt jetzt nur Tschüss zu sagen. Ja, wunderbar. Vielen Dank. Tschüss.